Herzlich willkommen auf meinem Multikulti Channel. Ich bin's, euer Laser, und wir befinden uns wieder hier bei den drei Türmen. Seht ihr? Eins, zwei, drei. Nee, Spaß beiseite. Ich bin heute hier zum letzten Mal raus. Es ist ein schöner sonniger Tag, aber es ist doch ziemlich nass alles. Deswegen habe ich den Aid nicht mitgenommen, weil guckt euch das an. Und darum geht es mir einfach. Es ist hier einfach. Nee. Es ist einfach schon vorbei. Ne? Es ist einfach vorbei. Hier ist alles klitschnass. Auch hier oben drauf, da hinten, die ganzen Wiesen sind klitschnass. Man sieht die Spiegelung. Also man kann hier nicht mehr fahren. Außerdem wollte ich den Aid hier sowieso nicht einfahren, davon mal abgesehen. Ich bin heute mit einem anderen Auto hier. Als Abschluss für dieses Jahr habe ich mir überlegt, werde ich nochmal mein Nitro auspacken. Und zwar hier den Short Course von Antzmann. Das seltene Objekt. Ich habe die Magnethalterung entfernt. Dadurch liegt er jetzt tiefer ein bisschen und nicht mehr so hoch. Federt auch geil ein hinten. Also sieht echt vorne aus, finde ich. Ich mache mal kurz hier die Splinter ab und dann erzähle ich euch weiter. Wir nehmen die Karo mal ab. Wir sehen hier jetzt den LRP Z28R Motor, den Spec 3. Den hatte ich schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr. Und eigentlich wollte ich das Video erst Neujahr machen. Oder auch, ja, eigentlich wollte ich erst Neujahr mit dem Wagen anfangen. Aber ich dachte, ich wurde irgendwie inspiriert, doch jetzt noch ein Video zu machen. Also könnt ihr euch bei der Person bedanken, die das zu verursachen hatte. Und ja, wir haben hier, wie gesagt, den LRP drinne. Ich habe das Doppel-Resorohr verbaut, was damals am Terrier dran war. Was schön nach hinten, unten nachgerichtet auf dem Boden ist. Also wird die Karo nicht dreckig und alles andere auch nicht. Ich habe hinten, wie ihr seht, stärkere Federn verbaut. Vorne habe ich auf Maximum eingestellt. Dadurch ist das ganze Federbild eigentlich sehr gut. Vorne ist er ziemlich stramm und hinten durch die etwas dickeren Federn ist er auch ziemlich stramm. Aber noch schön weich, das Ganze. Also schön chillig weich. Dann habe ich hier oben mit Schaumstoff gesichert, darunter nochmal mit einer Schaumstoffscheibe, dass die Karo keine Schäden kriegt. Drinnen verbaut sind die beiden Turnigy Servos, die TGI 1501. Wir werden die mal testen, was die taugen. Das Ganze wird mit der CA3P befahren. In meinem Fall ist sie von GoPro oder von Castle oder von, ja, sucht euch eine Firma aus. Hier steht auf jeden Fall nicht mehr drauf, von welchem Hersteller sie ist. Ja, die war ja hinne, also die hatte ja einen Schaden. Und dazu möchte ich auch noch kurz was sagen, bevor wir loslegen mit dem Fahrvideo. Und zwar hier hinter, also unter dem Gasbremsputti. Das war kaputt bei mir, und wenn ihr die CR3P auch habt und die spackt hier am Gashebel ab, dann könnt ihr eine billige GT2 Gebrauch besorgen und die Putti einfach austauschen, weil das sind 1:1 die gleichen und dadurch funktioniert die jetzt wieder. Endlich. Juhu, ich habe endlich eine schöne Funke. So, zuerst Funke ein, jetzt kommt bestimmt ein nerviger Ton. Dann gucken wir mal, ob hier alles funktioniert. Das sieht gut aus. Ich packe euch mal aufs Stativ und dann schmeißen wir die Karre mal an. Ein kleiner Funfact zu dem Auto. Ich bin mit dem LRP das letzte Mal Ende Sommer gefahren, habe das nicht gefilmt. Und da lief der eigentlich ziemlich gut. Zwar nicht mit dem Doppelrohr-Reso, aber mit dem schwarzen Wheelie-Reso, was ich hatte. Ich bin die seitdem nicht mehr gefahren. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob er überhaupt läuft. Weil ich weiß nicht, wie zuletzt sein Setting war. Ich muss hier mal den Luftfilter ein bisschen umlegen. So, ja, guck mal, ob die Karre überhaupt anspringt. Das ist nämlich jetzt fraglich. Oha! Ja, was kann ich euch sagen? Der war ziemlich lange nicht mehr an. Ist das erste Mal jetzt, sprang gleich an. Ich war echt baff. Zu Hause habe ich Sprit reingepumpt und mehr nicht. Wir haben ungefähr 10, 11 Grad draußen. Ich muss ihn mal kurz einstellen. Wobei, ey, der ist ja echt perfekt eingestellt. Ich muss nichts mehr nachdrehen. So, wir gucken mal, was er drauf hat. Oh, shit.
Alter. Der geht ja mit dem Doppelrohr-Reto richtig ab. Alter Schwede. Leute, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich möchte euch das mal kurz zeigen. Weil mit dem Reso ging er eigentlich auch schon ziemlich gut. Ich hatte ja damals Probleme, wie ihr wisst, vor ein paar Jahren im Sommer. Da bin ich da mit dem Ansmann Reso gefahren, das ging überhaupt nicht. Und mit dem Reelie Reso, das war aber auch nur für einen 28er, glaube ich. Nee, für einen 21er war das. Da ging er aber schon ein bisschen besser und jetzt mit dem Doppelreso geht er richtig, weil das ist für 28 bis 32, glaube ich. Und ja, da ist er aus. Wir gehen jetzt mal gemeinsam hin. Ich bin erstaunt, dass der so abgeht mit dem Reso. Ich werde mal die GoPro auf den Kopf packen, dann brauche ich nämlich hier nicht immer die Cam halten. Okay, härter hätte man mir das nicht zeigen können. Ich glaube, das Wetter will mir sagen, oder allgemein die Situation will mir sagen, ich soll aufhören für dieses Jahr. Ich habe ja dieses Kameramount hier, was ich mir auf die Stand mache. Und ich habe die Kamera gerade reingemacht, dabei hätte ich sie auf den Kopf reinsetzen müssen, weil da unten die Löcher für den Aufnahmebutton sind. Jetzt war der Aufnahmebutton von der GoPro da oben eingeklemmt und hat wohl nicht alles gefilmt, wie ich wollte, sondern irgendwie nur 2 Minuten oder sowas. Bin ein bisschen angepisst gerade, weil in diesen paar Minuten sind Sachen passiert. Ich weiß jetzt nicht, was drauf ist. Ihr werdet es vielleicht schon gesehen haben, aber ich glaube, sehr viel Aufnahme ist nicht passiert. Ja, da oben Flugzeug. Ich habe jetzt wieder die GoPro auf dem Kopf. Hier ist ein bisschen windig. Ich habe einfach nur grob meinen Vergaser mit der Schlitzschraube und der Luftmenge grob eingestellt nach Auge. Und jetzt, wenn er warm wird, braucht er natürlich ein bisschen mehr Luft. Und das konnte ich ihn nicht aus. Jetzt stelle ich hier, ich hoffe, ihr könnt das sehen, hier die Schraube. So. Er will auf jeden Fall. Oh shit, ach du Scheiße, da wollte ich jetzt. Nervt mich gerade tierisch. Dann erzähle ich mal kurz, was passiert ist, falls das nicht auf der GoPro aufgenommen worden ist. Erzähle ich euch das mal kurz hier. Wagen läuft sehr gut sogar, mit dem Reso perfekt. Ich habe ihn ja grob eingestellt nach dem Einbau und dem Umbau mit dem Reso. Und die Einstellung passt eigentlich so. Er brauchte nur ein bisschen mehr Luft, damit er im Leerlauf nicht ausgeht. Und dann ist er mir aber immer wieder nach dem Anhalten ausgegangen. Und dann habe ich mich gewundert, was ist da los. Bin hin und dann habe ich gesehen, die Kupplungsglocke hier blockiert. Ihr seht das. Da stimmt was nicht. Die blockiert. Und wenn die blockiert, dann hat der Motor keinen Leerlauf mehr. Und wenn der Motor keinen Leerlauf mehr hat, dann müsst ihr ihn so gesehen im Leerlauf in der Hand halten, damit er anbleibt. Weil sobald hier eine Störung kommt und der hier nicht mehr Leerlauf hat, läuft der Motor auch nicht. Ja, das ist mir ziemlich spät eingefallen oder aufgefallen. Dann habe ich geguckt, dann habe ich gemerkt, hier ist kein Spiel mehr. Dann habe ich genauer geguckt und hier innen drin hat sich der E-Clip gelöst. Somit rutschen die Alu-Blöcke immer vorne gegen die Wand hier. Und da diese schöne scheiß Glocke diese Löcher hier hat, diese Lüftungslöcher, haken die sich hier ein und blockieren alles. Ja, Werkzeug zum Reparieren habe ich natürlich nicht mit. Nervt mich natürlich gerade richtig übelst, weil ich bin jetzt extra hier rausgefahren für euch und ja, war ein Fail. Dann ist mir eben noch was passiert. Ich habe ihn angemacht in der Hand, habe losgelassen, bin gefahren und dann war irgendwie ein großer Stein, hat er sich überschlagen, ist mir der Karohalter vorne abgebrochen. Ist natürlich auch ärgerlich, aber ist nicht schlimm, das Ersatzteil habe ich noch zu Hause. Dann ist das Ding, der Wagen hat richtig Power, also mit dem Reso hat der richtig Leistung, ey, ohne Witz. Also der hat so dermaßen Leistung, der schießt von unten nach oben so krass raus. Das ist so eine krasse Power. Der Wagen ist eigentlich für den Motor viel zu leicht. Ich brauche irgendwas Schwereres. Vielleicht besorge ich mir auch mal wieder einen Truggy oder ich werde den Virus ST, den ich eigentlich verkaufen wollte, werde ich wohl behalten und werde den 28er da reinsetzen, weil der hat so eine Leistung. Der Wagen ist Spielzeug für den Motor.
wenn der richtig voll aufdreht, ist der Wagen unkontrollierbar. Und dann bin ich eben mit Vollspeed von da hinten auf mich zugerast. Wollte bremsen, aber na, hat nicht funktioniert. Ich konnte auch nicht richtig springen. Und dann ist der Wagen mir hier gegen die Seite geknallt. Ja, gerade mal nachgeguckt. Roter Blutergust ist die Folge. Und mir ist auch hier am Wagen die Seitenwand weggebrochen. Da ist nämlich der Fuß gegen geknallt. Ja, ist für mich ein Zeichen, dass es endlich Ende ist für dieses Jahr. Durch die Kälte brechen die Plastiksachen auch super schnell. Ich habe auch keinen Bock, jetzt mein Auto dafür zu opfern. Großartig. Ne? Motor läuft gut. Motor läuft echt geil. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt in ein paar Aufnahmen, aber Motor läuft echt super mit dem Rezo. Auch das Abgassystem ist geil, weil so bleibt der Wagen schön sauber, weil die Abgase schön nach hinten auf dem Boden abgeleitet werden. Ja. Für das Auto ist der Motor nichts. Das heißt, ich werde da wohl... Was kommt da rein? Keine Ahnung, vielleicht mache ich da auch einen 21er nur rein. Oder der Kiosho kommt da rein. Der dürfte wohl ausreichend sein für das Auto. Der LRP ist zu heftig. Da brauche ich ein anderes Auto für. Ja, ich werde auf jeden Fall für 2016 Anfang Sommer ja an der Speed Challenge mit teilnehmen. An der Nitro Speed Challenge für alle, die Interesse haben und ihre Nitros mal richtig zeigen wollen, was sie drauf haben. Ich werde da auch teilnehmen. Ich werde wohl den Flachbahner nehmen, und zwar den GTR, den ich habe. Den werde ich jetzt wieder umbauen auf Nitro. Das hatte ich ja auch gesagt in den Videos, wo manche Leute gezweifelt haben. Aber das war mein Plan von Anfang an mit Zweigang. Da werde ich den Go reinbauen und werde einen Speed-Test machen auf maximale Geschwindigkeit, was geht. Und dann kommt da der LRP rein. Und dann werden wir den auch auf maximale Geschwindigkeit testen. Das wird für 2016 Anfang Sommer mein Projekt für die Speed Challenge. Ich werde keine anderen Motoren nehmen. Ich werde auch keine zwei Motoren nehmen oder einen Schnickschnack mit drei oder vier Motoren. Alles Blödsinn. Ich werde einen Motor nehmen. Wenn der richtig gut eingestellt ist, dann reicht das auch vollkommen aus. Mit dem Zweiganggetriebe müssen wir mal gucken, ob ich das vielleicht rausmachen muss wegen Glockenänderungen und etc. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist das so mein Projekt. Ja, war leichter Fail, ist wohl Ende, Leute, ist wohl vorbei. Ne, soll wohl nicht mehr sein, ich soll wohl nicht mehr fahren. Ne? Ja, das ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn man Nitro hat, dann, ja, dann passiert immer irgendwas. Man braucht immer Werkzeug dabei, das ist ganz wichtig. Eigentlich hatte ich auch immer Werkzeug dabei, aber das ist immer so anstrengend, das alles mitzuschleppen, das glaubt ihr gar nicht. Ey. Das nimmt auch so ein bisschen den Spaß, versteht ihr? Das Hobby soll ja Spaß machen, und wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, Arsch der Welt rausfährt hier, das ist ja auch nicht gerade hier um die Ecke bei mir, und die hier ankommt und ihr habt voll Lust zu fahren und dann geht gleich irgendwas kaputt und dies und das und ihr seid da nur am Rumbasteln die ganze Zeit, dann mindert das so ein bisschen den Spaß. Gut, es ist Modellbau, ist klar, da ist immer irgendwas, das sehe ich auch ein, aber nicht, wenn man zu Hause alles überprüft hat, alles kontrolliert hat, geguckt, dies, das, alles funktioniert, einwandfrei, kaum bist du hier, zack. Eine Kleinigkeit, ein E-Clip, der jetzt abspackt, ne, der versaut mir jetzt hier gerade den ganzen Tag. Ne? Ja, naja, da bin ich mir gegens Bein gefahren. Das Wetter ist geil, schön sonnig, aber auch total nass hier alles. Ich zeige euch das mal hier so ein bisschen. Ja, wie nenne ich das? Das ist ja kein Fahrvideo, was ich hier mache. Ein Real Talk Video. Und dann noch diese Flugzeuge zwischendurch. Befehl abwärts. Meine Funke ist so kaputt. Naja, ich nenne das wohl Real Talk Video. Real Talk Fail Fahrvideo oder so. Irgendwie so in der Art werde ich das wohl nennen. Ich wollte aber mal zeigen, dass der LRP Motor 1A läuft, weil ich hatte da eine kleine Diskussion mit jemandem und der dachte wohl, mein Motor läuft nicht richtig. Der lief oder läuft mit dem Rezo richtig Hammer. Läuft aber auch mit dem schwarzen Really Rezo, was ich hatte, was ich schon am Anfang sagte, das 21er läuft da eigentlich auch ganz gut. Nur mit dem Ansmann damals, Anfang Sommer, lief der überhaupt nicht. Also diese silbernen Ansmann Rezos, da funktioniert es überhaupt nicht. Und da wollte der Motor auch nicht richtig hochdrehen. Mit dem und dem anderen richtig krass, hat man vielleicht gesehen, geht er richtig ab. Leistung ohne Ende. Ob er jetzt mehr Leistung hat als Go oder nicht, ist mir an der Stelle echt Latte. Ich finde, der Go-Motor ist geil. Ich finde, der LRP ist auch geil. Ich finde nur die Ersatzteile bei LRP ziemlich teuer, die bei Go noch bezahlbar sind, finde ich. Der LRP, ja, wir hatten eine Diskussion, was man dann alles dazu kaufen braucht oder zukaufen muss.
in dem Fall jetzt so, wenn sich jemand jetzt den LRP-Motor kaufen tut, braucht er auf jeden Fall ein gutes Reso. Auf jeden Fall ein Reso, was für 28 bis 32 ist. Mit 21er braucht er gar nicht rangehen. Funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Dann braucht er auf jeden Fall eine gute Kupplung. Wie man gesehen hat, ich habe hier eine HPI-Kupplung zum Beispiel verbaut. Die funktioniert nicht oder ging gleich Schrott, wie ihr ja gesehen habt. Kann immer mal passieren, kann auch Fehlproduktion sein etc. Auf jeden Fall eine gute Kupplung. Dann braucht ihr eine Motorhalterung, weil es passt nicht jede Motorhalterung. Die Maßen bei dem sind ein bisschen anders, ganz minimal nur. Ihr könntet auch da ran rumfeilen, aber dann das würde ich nicht machen. Also müsst ihr gucken, ob ihr auch die richtige Motorhalterung habt, weil die Blöcke bei den Standardmotoren zu klein sind. Und der Motor muss ein bisschen höher liegen, weil der Seilzugstarter bis unten rangeht. Das heißt, habt ihr die normalen Halter und nehmt die normalen Motorblöcke, kommt der Seilzug unten gegen und der Motor steht schräg, weil er hinten hochdrückt. Das heißt, ihr braucht auch höhere Motorblöcke. Das muss man alles dazu kaufen, außer man fertigt sich da was an. Ich habe hier mir ja was angefertigt. Das funktionierte ganz gut. Und ja, ist ja auch ein Modellbau und das Reso kann ich echt nur empfehlen. Das heißt, ihr holt euch den Motor für knapp 100 Euro. Teilweise kriegt man ihn auch schon günstiger. Dann holt man sich das Doppel-Reso oder halt eben das andere Reli-Reso. Und das sind dann auch nochmal so knapp 50 Euro, 30, 50 Euro extra plus die ganzen Sachen. Im Gegensatz zum Go, wo ich sagen muss, dass der Go auch mit dem 21er-Reso perfekt läuft und auch ein sehr hohes Drehbandspektrum hat. Und sehr viel Leistung entwickelt. Ne? Und ja, der Go ist da freundlicher, was das Zubehör angeht. Der Go passt auf die Standard-Motorhalterung drauf. Ihr könnt da eine normale Kupplung verbauen, wobei ich da auch eine Racing-Kupplung empfehlen würde, weil die normalen würden das nicht lange mitmachen. Und ein normales Reso. Ne? Also da braucht ihr euch nicht so viele Gedanken machen. Der Typ hat das, hier der Kollege, der EC-Kollege hat das wohl ein bisschen falsch verstanden. Und ja, jetzt habe ich ganz schön lange gelabert. Ist ja auch ein Real Talk Video. Kann ich eigentlich so lange labern, wie ich will, ne? Ja, Roller. Kann ich auch noch mal kurz was zu sagen. Hier ist mein ganze Sachen. Meine GoPro. Roller läuft gut. Läuft richtig gut. Gibt's keine Probleme. Der Auspuff ist im Arsch. Habe ich aber schon erzählt. Der ist ja undicht. Dadurch ist der Roller ziemlich laut. Und verliert wohl auch ein bisschen an Leistung. Aber es geht noch. Das hält sich echt in Grenzen. Das ist wirklich noch akzeptabel. Ja, die Funke ist geil. Ich mag die Funke. Und das ist jetzt Ende hier, würde ich sagen. Ja. Schade, ich wollte mit der Karo mal fahren. Aber sollte wohl nicht so sein. Gut, dann war es das jetzt. Ich will nicht zu lange labern. Ich bin's, euer Laser. Danke, dass ihr mir zugehört habt bei diesem Laberflash-Video. ich habe mal so ein bisschen was erzählt, ein bisschen so meine Eindrücke. Ich würde auch gerne mal so ein Laber-Video einfach nur machen, um mal so ein bisschen mit euch zu quatschen über bestimmte Themen etc. An so einem schönen Ort hier kann man das wohl mal machen. Und ja, für dieses Jahr war es das mit Fahren. Ich werde wohl nichts mehr machen. Ich werde wohl noch mit dem E-Max im Winter fahren, wenn es mal schneien sollte. Also ich warte die ganze Zeit auf Schnee, aber ich glaube, das tut jeder von euch. Außer Regen und Nässe und Kälte und grauer Himmel sonst, ne, das ist echt mal eine Seltenheit hier, haben wir ja nichts vom Schnee irgendwie im Winter, den wir jetzt gerade haben und ja, ist ein bisschen schade. Sollte es nochmal schneien, werde ich auf jeden Fall nochmal mit dem E-Max fahren, ansonsten werde ich keine Fahrvideos mehr dieses Jahr machen. Entschuldigt mich da, aber es ist einfach so, dass ich keinen Bock habe, meine Autos durch die Kälte einfach kaputt zu machen, ohne Sinn, ohne Verstand, ohne Grund. Und da habe ich einfach keine Lust drauf, auch durch die Arbeit etc. habe ich da eigentlich keine Lust drauf. Wenn das Wetter schlecht ist, regnerisch etc., habe ich da echt null Bock. Ne? Ja, das Lucy 8 Video wird wohl erst nächstes Jahr Anfang Sommer kommen, habe ich mir vorgenommen, weil ich den schönen Wagen nicht irgendwie mutwillig schrotten will oder sonstiges. Oder dreckig machen will oder, ne? Das heißt, ich werde mir mit dem doch wohl noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Und ja, so, jetzt habe ich echt viele Informationen rausgehauen. Mir fällt auch gar nicht, ehrlich gesagt, fällt mir auch nichts mehr ein, was ich noch sagen kann. Außer, dass ja, ich jetzt hier noch schön die Sonne genieße, einpacken werde und dann werde ich nach Hause fahren. Das Teil vorne austauschen und den Wagen für den Sommer fertig machen. Die Kupplung ausbauen, eine Racing-Kupplung besorgen. Und dann kommt da die Racing-Kupplung ran. Wie gesagt, da ist ja momentan jetzt eine HPI
die voll abgelust hat. Ja, eigentlich witzig, ne? HP und LRP arbeiten ja auch zusammen. Ja, und dann so ein Fail, ne? Naja, was soll's. Okay, Leute, das war's. Ich habe nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, die GoPro-Aufnahmen sind ein bisschen was geworden, ne? Ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Weihnachtszeit. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal hören. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein schönes Weihnachtsvideo bringen. Und Silvester werde ich auch ein Video machen. Es wird wohl nicht so heftig, aber ich werde versuchen, ein schönes Video zu machen für euch. Und ja, ne? Mal gucken. Wir schauen mal. Ne? Wir schauen einfach mal. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne Weihnachtszeit und eine schöne Modellbauzeit und genießt den Tag. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Ich bin's, euer Laser. Tschüss.